Jake. Da kam jemand. Sind wir nun Helden der Arbeit, oder nicht? Es ist mitten in der Nacht. Und wir schieben hier Überstunden. Hey Jimmy, was hältst du denn davon? Ich glaube, der scheißt sich gleich ein, Desmond. Wie kommt's, Jimmy? Wir rollen für dich den roten Teppich aus. Wir lassen dich sogar ins Büro vom Boss. Du bist ein richtiger Glückspilz. Man kann echt nicht sagen, dass ich dich nicht gut behandle, Jimmy. Ja. Rede, du Trottel. Ja, ja. Also gut. Aber warum sind sie... Reg dich ab. Wie lange arbeitest du schon für mich, Jimmy? Drei Monate. Oh ja. Ich hab dich sofort angeheuert, als dein Vetter Martin gestorben ist. Ich brauche deinen Rat. Wie würdest du wohl jemanden bestrafen, der das Leben eines Unschuldigen durch Fahrerflucht ruiniert hat? Das weiß ich nicht. Und du, Wilson, was würdest du tun? Was würdest du unternehmen? Nein, bitte, nein. Ich hab doch gar nichts getan. Ich schwör's. Er war einer von den Guten. Natürlich war dir das klar. Du hast ihn ja besser gekannt als ich, oder? Er war ja mein Vetter. Deswegen habe ich dich ja angeheuert. Weißt du, Martin war ein guter Freund von mir. Und seine Witwe hat gesagt, du seist ein netter Kerl, der alles für einen guten Job tun würde und dringend Geld brauche. Und ich habe eine Schwäche für alle, die in Not sind. Aber weißt du was? Ich hab mit ihr geredet. Ich glaube, es war erst gestern. Sie sagte, dass du mit der Knarre ein paar unanständige Sachen mit ihr gemacht hast, Jimmy. Oh, so geht man doch nicht mit einer Witwe um. Die lügt. Warum sollte ich denn wohl sowas machen? Was ist mit dem Kleinen? Bist du dir sicher, dass du wirklich weißt, wie lange so ein kleiner Junge mit dem Kopf in der Kloschüssel die Luft anhalten kann? Elender Bastard! Ich wollte das doch gar nicht. Das war seine Idee. Selbstlos wie ich nun mal bin, war ich froh, mein Leben nicht für Jimmy riskiert zu haben. Vielleicht hat ja nicht mal jemand wie er es verdient zu sterben. Aber man könnte auch argumentieren, dass ich es nicht verdient hatte, für jemanden wie ihn zu sterben. Wer ist dein Boss? Los, raus mit dem Namen! Cassidy, das war deine Idee. Er hat gesagt, sie heuern mich an, wenn ich der Witwe Angst anlage. Ich hab nur... Beruhigen wir uns erstmal wieder. Wird alles gut. Mein Leben wird von zwei heiligen Grundsätzen bestimmt. Der erste Grundsatz ist die Liebe zu meiner Familie. Ich würde alles tun, um sie zu schützen. Der zweite Grundsatz ist, dass ich meine Zukunft niemals dem Schicksal überlasse. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen. Oder noch präziser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendwer einen dieser beiden Grundsätze in Frage stellen, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Kapierst du langsam, wohin die Reise geht? Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn im Grunde nur verpfiffen habe. Nein, ich würde gerne... Hör auf, mich zu unterbrechen, Jimmy. Das ist einfach unhöflich. Weißt du was? Wir belassen es einfach dabei. Du
Du wirst diesem widerlichen Walross Cassidy eine Nachricht überbringen, nicht wahr? Ja, klar. Was immer Sie sagen. Sicher, sicher. Bravo. Wie lautet denn die Nachricht? Jimmy, 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 mein Junge. Du kapierst es immer noch nicht, was? Du bist die Nachricht. Ekelhaft. Wickel den ein. Sorg dafür, dass Cassidy unser Paket zum Frühstück kriegt, ja? Ich hoffe, er erstickt dran. Verstanden. Hey, hey, hey. Na, wo steckst du denn, kleines Fischlein? Und wieder hast du dir meine Geschichte nicht zu Ende anhören können. Alter Schwede, huh, das war knapp. Scheiße, jetzt steht er da draußen. Du denn hin, miete Katze? Doch keine gute Idee. Ich dachte bloß, ich lenk von mir ab irgendwie, dass ich halt... Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Was ist denn heute los? Okay. Hä? Okay, wir wären so oder so gefangen worden, oder? Kann das sein? Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Ich sag am besten nichts. Der erste ist... Die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Der zweite... Niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn eigentlich nur verpfiffen habe. Nun, der Kerl ist im Hudson River gelandet, direkt bei Pier 27. Der muss mittlerweile nasser als ein Fisch sein. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Was einem so in den Sinn kommt, wenn man glaubt, man muss gleich sterben. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich doch einen Fisch als Haustier gehabt hätte. Wie auch immer. Ich war 14 Jahre alt. Ich träume heute noch von ihm. Seiner Witwe und seinem Sohn. Spätestens da stand für mich fest, dass ich mir einen Fisch kaufen würde. Aber doch zuerst. Genau das nun mal. Nie wieder. Heutzutage bereue ich nie etwas, ob ich nun selbst abdrücke oder nicht. Ich weiß nicht, es scheint mir sogar irgendwie Spaß zu machen. Okay, jetzt können wir schnell. Falls irgendjemand noch Zweifel daran haben könnte, wer hier der Boss ist, lege ich meine dreckigen Schuhe auf diesen Luxustisch, um zu beweisen, dass das alles mir gehört. Haben wir Zeit oder müssen wir eilen? Seine Pupillen sind geweitet und ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Dieser Wichser genießt das. Achso, ich dachte, er hat Drogen genommen. Okay. Wenn ein Mafia-Boss seine Liebe für seine Familie kundtut, dann kann das nur bedeuten, dass er a. nicht zögern würde, deine eigene Familie zu zerstören und b. dass er seine Frau betrügt. Möglich. Vielleicht mit der anderen Tante da?
die wir auch mögen. Na komm. Der Typ zögert nie beim Abdrücken. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, was er Jimmy angetan hat, hätte ich doch gewusst, dass er nicht blufft. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, lebendig dort wieder herauszukommen. Oh, okay. Avernarius verschwand nach einem gewonnenen Kampf, als Yael noch ein Kind war. Hat er den verpfiffen? Hat er den vielleicht verpfiffen? Okay, das nicht. Duns Mörder hat alles sorgfältig geplant. Ein Zeichen für Überlegenheit. Okay. Nein. O'Learys Frau hat eine Affäre mit Colbert. Soll ich das O'Leary auf einem Silbertablett servieren? Oder Colbert drohen, damit er mich aus dieser Scheiße herausholt? Und, tja, das war's. Glaube ich. Wissen Sie was, Black Zed? So weit bin ich noch nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehen mit Stil von der Bühne. Wir probieren's mal. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, weil ich Sie respektiere. Auch das, was Sie sagen. Colbert schickt mich. Was? Ich? Niemals. Du hast was getan? Colbert? Wann? Also... Ja, weißt du noch, als ich dich angerufen habe? Erinnerst du dich nicht mehr an diesen frechen Besoffenen? Nein. Der hat damit angegeben, dass er die Alte von einem anderen Typ nagelt. Der hat damit angegeben, dass er seinen eigenen Boss verarscht. Er hat damit angegeben, dass der die Alte von einem anderen Typen nagelt. Hä? Ja, seltsame Zeiten, was? Ja, und du hast mir dazu gratuliert, dass ich Yael gefunden und dir das Leben gerettet habe. Mehrmals. Ich habe dich gefragt, ob sich O'Leary irgendwie bei mir bedanken würde. Du hast mir versichert, dass O'Leary sich bei mir bedanken würde. Nee, wir nehmen das andere. Dann habe ich dich gefragt, ob sich O'Leary irgendwie bei mir bedanken würde. Und ich fand das vollkommen angemessen. Und dann hast du mir gesagt, ich soll herkommen und den Post doch selbst fragen. Ja, ich finde, du hast dir das verdient, oder Desmond? Oh, Black Zed, Black Zed, Black Zed. Danke sehr. Und es tut mir leid, dass ich voreilige Schlüsse gezogen habe. Zuerst werden sie einfach so von Wilson verprügelt. Und jetzt das hier. Wobei wir sicher einer Meinung sind, dass ich allen Grund hatte, argwöhnisch zu sein. Sie sind ja aus Yales Apartment weggelaufen. Aber natürlich ist ihnen klar, dass man auf dieser Welt niemandem trauen kann. Nehmen Sie, ist nur fair. Ich will Ihr Geld nicht, ich möchte eine Wette platzieren. Ist bei mir gut angelegt. Ich möchte für Sonja dann eine Wette platzieren. Ich möchte für Sonja dann alles auf den Kampf wetten. Was sind Sie doch für ein Romantiker. Wir lauschen, wenn man es denn lauschen nennen möchte, der sentimentalen Romanze. Deine Augen wirken wie der Mond, wenn sie meinen, das Wort, nach dem sie suchen, ist fühlen. Das Wort, nach dem sie suchen, ist fühlen. Kommt auf dasselbe raus. Wie auch immer. Nur zu. Machen Sie Ihre Wette. Yael gewinnt, Stone gewinnt. Ach komm. Ich setze alles auf Yael. Oh, Black Zed. Ist das nicht eine eher seltsame Zeit für einen Besuch? Ihre Nachricht war wichtig, aber doch nicht so dringend. Die hätte auch bis morgen warten können. Meinen Sie nicht? Fragen Sie Colbert, Katzen und Wölfe jagen nachts. Ist es denn schon so spät? Ach komm, wir sind witzig. Wir Katzen und Wölfe jagen nachts.
Alter Schwede. Ich dachte jetzt, wenn wir an der Tür klingeln, dann sieht das halt so aus, als wären wir gerade erst gekommen. Und er würde uns halt nur fragen, was wir hier machen und uns dann wegscheuchen. Ich wusste ja nicht, dass wir dann gleich vor den treten müssen. Boah, scheiße. Aber ich wünschte, ich würde gerade an einem Noir-Roman schreiben. Dann könnte ich den Erzähler ein paar pointierte, ironische Anmerkungen anbringen lassen, um zusammenzufassen, was ich gerade durchlebt habe. Die düsteren Gassen von New York erinnerten mich an den Zustand meiner Seele. Nein. Der Herbst hing über mir wie... Der Herbst traf mich mit der ganzen Macht meiner längst verlorenen Jugend. Nein, das ist es nicht. Der Herbst kam mit der ganzen Wucht des schlechten Gewissens über mich. Oh, noch schlimmer. Okay. Der Herbst kündete vom eisigen Hauch des nahenden Todes. Medioker, aber immerhin wahrheitsgemäß. Jetzt müssen wir eigentlich zwei blaue Augen haben. Dann sieht's vielleicht fast aus wie gewollt. Wie eine Sonnenbrille. Uff, na toll. Hätten wir uns mal nicht erwischen lassen, dann hätte das vielleicht nicht gewusst, aber da hätten wir diese schöne Szene vielleicht gar nicht gesehen. Und jetzt sind wir bei Helen Moore. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten erwarte ich am nächsten Morgen klaren Blicks und guter Dinge. Und ich hatte den unbekannten Angreifern zu danken. Die Prügel hatte ihren Tribut gefordert. Doch zum ersten Mal seit Monaten hatte ich wie ein Baby geschlafen. Bitte, Helen, Konzentration! Na gut, 5 Minuten. Gleich geht's mit der weithändigen Rückhand weiter. Also, Mr. Blackmore, was kann ich für das FBI tun? Sad. Es heißt Black Sad. Sie sollten sich besser mal überlegen, was das FBI besser nicht tun sollte. Wir möchten, dass sie mit den Behörden kooperieren. Wir möchten, dass sie aufhören, das Gesetz zu brechen. Was jeder Amerikaner tun würde. Erfolgreich bleiben. Was jeder wahre Amerikaner tun sollte. Auf der Welle des Erfolgs reiten. Möglichst in globalem Maßstab. Ja, natürlich. Wir müssen die Kommunisten auf jedem Schlachtfeld schlagen. Ob in Korea, auf einem Sandplatz oder in Wimbledon. Aber das meinen sie ja gar nicht, oder? Nö. Absolut nicht. Wie alt ist die denn? 13? Können wir vielleicht unter vier Augen reden? Alec! Komme! Sie haben 4 Minuten, Mr. Blackmore. Also, machen Sie das Beste draus. Black Sad. Blöde Kuh. Verhältnis mit Stone O'Leary, Schmugglergut. Verschobene Parteien. Wir wissen von Ihnen und Desmond O'Leary. Wow, das FBI weiß wirklich, was es tut. Wen von den 100 Millionen Amerikanern, die davon wissen, haben Sie denn erpresst, um an so streng vertrauliche Informationen zu kommen? Die Sache ist... Also... Wissen Sie, ich würde gern diesen Teil meiner Vergangenheit ungeschehen machen, aber... Egal. Bereuen Sie etwas? Werbung bringt mehr Geld als Trophäen. Ist das zu glauben? Mit einer so zwielichtigen Gestalt in Verbindung gebracht zu werden, kann meinem Ruf nur schaden. Glauben Sie mir, man sollte sich niemals mit einem verheirateten Mann einlassen. Tja, das weiß ich nur zu gut. Ja, wir hatten ja einiges aus Ihrer Akte.
Verhältnis mit Stone. Schmugglergut, verschobene Partien. Man sagt, sie hätten zurzeit ein Verhältnis mit Al Stone, dem Boxprofi. Stimmt das? Wow, Ihr Scharfsinn verblüfft mich immer wieder. Reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Wir wissen, warum Sie mit dem zusammen sind. Ach, dann stehen Sie also auch auf seinen Bizeps. Desmond O'Leary hat Sie beauftragt, Stone zu verführen. Warum? Was? Nein, ich habe Al zufällig getroffen, bei einer Party. Einer Party von Desmond O'Leary. Nein, das kann nicht sein. So gerissen kann doch niemand sein, selbst er nicht. Verdammt, ich hasse diesen Mistkerl. Uns ist bekannt, dass in Ihrem ersten Jahr als Profi bei mindestens 6 Partien im Vorfeld Absprachen getroffen wurden. Und? Sie haben alle davon gewonnen. Wollen Sie mich beleidigen? Auf dem Platz gebe ich alles. Es ist nicht meine Schuld, wenn meine Gegnerinnen das anders sehen. Sie können die gerne vernehmen. Wie auch immer. Jetzt weiß ich, warum Sie O'Leary erwähnt haben. Was haben Sie wirklich gegen ihn in der Hand? Und sagen Sie jetzt nicht illegales Glücksspiel. Er arbeitet mit der Mafia, Mord. Scheiße. O'Leary ist ein mieser Kommunist. Ein lupenreiner Verräter. Was? Wer zur Hölle hat diese Info denn ans FBI weitergegeben? Der Verband amerikanischer Clowns? Wenn Sie Desmond auch nur ein wenig kennen würden, dann wäre Ihnen klar, dass er alles andere als ein Kommunist ist. Ich meine das ernst, Miss Moore. Amerika kann es sich nicht leisten, dass jemand seine Grundfesten so erschüttert. Und Amerikas Liebling kann sich das auch nicht leisten. Helfen Sie uns. Reden Sie mit uns. Und warum sollte ich, Mr. Blackmore? Was habe ich zu gewinnen? Oder zu verlieren? Spielen wir mit harten Fakten oder... Ihnen ist doch klar, dass Ihre Karriere am Ende ist, wenn publik wird, was wir wissen. Und das will doch keiner, oder? Eigentlich ist es ganz einfach. Ich liebe dich jetzt und ewig. Ist es jetzt von Stone oder von wem? Ja, das hatten wir schon. Warum kann ich da jetzt nicht... Das hatte ich doch schon. Oder gibt's da noch was? Kann die sich glücklich schätzen? Haben Sie Feuer, Sir? Nee. Aber ich erkenne sofort, dass deine Zähne echt gelb sind. Die perlweißen Zähne von jemandem, der kaum raucht. Mache ich Sie nervös? Mist. Fast kein Benzin mehr. Soll ich Ihnen meinen Trick verraten? Erst nach unten, dann nach oben, dann wieder nach unten. Hä? Meinen Sie, ich kann heute noch rauchen? Halt die Klappe, also wegen mir gar nicht. Oh. Fast. Ach so, erst nach unten, dann nach oben, dann wieder nach unten. Danke. Ungern geschehen. Die ist mir echt unsympathisch. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Die Wahrheit. Sie versuchen, O'Leary etwas anzuhängen. Vielleicht aus gutem Grund. Aber bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Glauben Sie mir, wenn ich auch nur die leiseste... So, hey, es ist Zeit fürs Rückhandtraining. Avanti! Rauchen Sie? War mir ein Vergnügen, Mr. Blackmore. Hast du mein Wasser mitgebracht? Arrogante Zippe. Man hat's nicht leicht, das Detektiv. Oh Mann, ich hab das... Da ging die Zeit zu schnell rum und ich hab einfach irgendwas gedrückt.
irgendwas. Ich konnte das letzte gar nicht mehr lesen. Aber, naja, ein paar Infos haben wir ja bekommen, aber eigentlich nicht die, die ich wollte. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Sie hat die Zigarette weggeworfen? Die ins Gesicht? Was bist du doch für ein Loser? Zu dumm, dass ich Cassidy auf den Fersen sein musste. Wäre ich da an Ort und Stelle gewesen, hätte Amerika keinen Liebling mehr. Also, was meinst du? Wir beide, wir tauschen nächstes Mal die Plätze, ja? Du bist dran. Was hast du herausgefunden? Ja, das wird dir gefallen. Bist du soweit? Bereit, wenn du es bist. Neuigkeiten, aber auch einen unglaublichen... Blackshead? Danke. Vielen, vielen Dank, Mr. Blackshead. Hä? Ach, Mrs. Colbert. Mein Mann hat mich heute früh mit Rosen und Frühstück im Bett aufgeregt. Er hat gesagt, dass er sich letzte Nacht furchtbar erschreckt habe. Was genaueres wollte er aber nicht sagen und seitdem hat er nur noch an mich gedacht. Er will mit mir zu den Niagara-Fällen und zweite Flitterwochen feiern. Das ist schön, aber ich weiß nicht, warum Sie sich bei mir bedanken. Soll das ein Witz sein? Wissen Sie noch, ich habe an ihm gezweifelt, doch Sie haben dafür gesorgt, dass ich die Sache noch einmal überdenke. Hätte er mich zu den Niagara-Fällen eingeladen, als ich ihm immer noch misstraute, hätte ich das bloß für eine Täuschung gehalten. Oder noch schlimmer, für den Versuch, sein Gewissen reinzuwaschen. Machen Sie das Beste draus. Ihr Mann hatte eine Affäre. Nee, nee. Ach, werdet doch glücklich. Nun, ich habe ja nur meine Arbeit getan. So ehrlich wie möglich. Genießen Sie Ihre Ehe. Ich hoffe, Sie und Ihr Mann sind glücklich. Tja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Schicken Sie mir die Rechnung, wenn Sie Zeit haben. Sie sind ein guter Mann, Mr. Blackshead. Ach, naja, was soll's. Ja. Aber was war das denn gerade? Hast du mir vielleicht nicht alles erzählt? Mag sein. Aber jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir mal von Cassidy. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nichts gefunden, was zwangsläufig darauf hindeutet, dass Cassidy etwas mit dem Mord an Dan zu tun hat, aber... Na, wenn das keine Story ist... Aber ich weiß, dass Cassidy heute Abend Poker mit einem gewissen Howard M. Farnham II. Spielen wird. Einem texanischen Tycoon, der auch beim Boxen mitmischen will. Ja. Ich weiß auch, dass sich Cassidy und er noch nie persönlich getroffen haben. Und dass Farnham, der im Belfort Hotel abgestiegen ist, sein Zimmer nicht verlassen hat. Offenbar hat er die Nacht dort mit 3 Flaschen Bourbon verbracht. Also, nun zu meinem unglaublichen Plan. Ich schleuse mich ins Hotel, schlage ihn K.O. und übernehme dann, unauffällig, aber hochprofessionell, seinen Platz beim Poker. Oh Gott. So müsste ich Cassidy zum Reden bringen. Na? Na, was meinst du? Unglaublich, oder? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass du dich nächstes Mal um Helen Moore kümmerst, während ich Cassidy übernehme? Nein. Ha ha ha.